Herr Armin. Ja, hier. Drehen Sie sich mal rum. Nee, ach, jetzt bist du geil, oder was? Natürlich. Hier, guckt euch den an hier, den Armin. Der hat früher Eglis gefahren und was weiß ich, bis zum Schluss. Du hast immer geile Motorräder gehabt, gell? ZX 1200 Egli MRD2. Naja, so anschließend. Du hast halt so zwei Räder rumfährt und einem in die Finger rein. Jetzt schmeißt der da hinten so die Schleifhelms an. Und jetzt hat er eine DSX. Ja, ich mache jetzt mal kurz aus, weil der andere macht wieder Spektare. Machst du wieder Rohre? Ja? Er macht wieder Auspuffrohre. Das muss ich doch mal hier wieder fotografieren. Hier, Dirk macht wieder Spezial. Also auf jeden Fall, um nicht abzulenken, der Armin hat sich jetzt jedenfalls hier bei uns da so GSXR 1000 Baujahr, 1100, Entschuldigung. 90er Baujahr. 90er Baujahr zugelegt. Hat eine teure Barracuda Auspuffanlage gekauft, die ja auch gut ist. Hier und hier Zylinder, ist klar. Nur die passt nicht. Genau, aber der Dirk macht das jetzt passend. Er hat hier jede Menge Rohre und der Henne hat es als Lifehack. Und alles wird gut. So, auf jeden Fall, Das Motorrad kenne ich nur von ganz, ganz früher. Da ist mal was passiert, das erzähle ich aber jetzt nicht. Die Polizei ist jedenfalls auf die Straße gesprungen und ich habe Gas gegeben. Mehr erzähle ich nicht, damit mich keiner verhaften kann. Das war 1993. Aber das erzähle ich jetzt nicht weiter. Das ist ja auch eigentlich schon verjährt. Jedenfalls, Armin hat jetzt dieses Ding, LKN Tuning. Das Ding hat übrigens mal einen Zuhälter gehabt, ne? Ganz früher. Ich weiß. Und der Ossi aus Rote Mann, der hatte die gekauft von dem Zuhälter. Und der Zuhälter hatte Angst gehabt, weil der Ossi ist mit dem Ding da im Ruhrgebiet auf die Autobahn. Weil der Zuhälter hat gesagt, das Ding läuft über 300. Hat der Ossi nicht geglaubt, was der da erzählt, ne? Weil wer glaubt schon einen Zuhälter? Und dann war der ewig verschwunden und da hat der Zuhälter Angst gekriegt. Das ist so ungefähr die Geschichte. Ossi kam dann nach 2 Stunden, weil im Ruhrgebiet Gas gebe, ist schon Aktion. Und er sagte, okay, ich kaufe sie, sie läuft tatsächlich 300. Das ist das Ding. Und dann hat sie jahrelang unseren Konrad Köstler gehabt, der mittlerweile eine BMW Kaffee-Racer fährt. Den Film vorher kennt er ja vielleicht irgendwie. Das ist das Ding. Also auf jeden Fall Der Armin hat sie gekauft und jetzt wird sie wieder scharf gemacht. Kriegt die eigentlich Verkleidung, Armin? Die kriegt wieder die Speer-Frontmaske drauf, den Einmann-Höcker-Sitz, der schon mal drauf war. Aha. Unprofessionell aufgebaut. Das stimmt. Und ja, die Lackierung fehlt noch. Ja. Gut, die Räder, das sieht ja nicht auch doof aus. Der weiße Rad und vorne ist das blaue, das ist doof. Und die Lenker hat er ja schon geändert. Und der Tacho stand, ihr könnt es lesen, ich halte gerade die Rampe hoch, ich sehe nichts. Weißt du, was sie gelaufen hat? Du, keine Ahnung, ist eigentlich auch egal. Ah, guck mal hier, jetzt sind noch meine alten Aufkleber drauf. Von 1900, was weiß ich. Ja, da hat sich nicht viel geändert. Superbike Box, jetzt hängt dann noch .com dran. Ja. Und was hast du so? Findest du das Ding gut? Ich sehe es bis jetzt nur von hinten. Ja, und das haben wir für dich gesammelt. Das ja, sind die, sehr gut. Das sind die Gläser. Für das Squatchables. Genau. Für das Land Valley. Du machst nämlich Quetsche. Und die Marmelade kriege ich mir, damit wir hier Kaffeekränze halten können mit deiner Quetsche-Marmelade. Genau. Gut, so, ich mache jetzt auch aus, das reicht jetzt. Wir haben Freitags. Und wo haben wir denn eigentlich? 4:30. Hier, Dirk, gib mal Gas, damit der Auspuff noch da, ne? Okay, ich soll die Bälle flach halten, das war so das Zeichen. Ja. GSXR 1100. LKM. Schluss. Das Profil von den Reifen kenne ich überhaupt. Das ist doch noch von früher. Was sind das für Reifen? Metro. ME1. In ME1? Klar, der ist ein Steinhalt, aber die sind gut, der fährt sich auch nicht mehr ab. Der Reife war damals die Macht. Das weiß ich noch. Der war mächtig. Es gab nichts Besseres. Das ME1 war damals der Hammer. Ist doch scheißegal. Ja. Aber heute, den gibt es doch heute überhaupt nicht mehr. 300 Mark, 400 Mark, ich weiß. Ja, darum geht's nicht. Der hat Grip gehabt wie die Sau. Den gibt's heute gar nicht mehr. Und vorne auch. Warum? In Metzlau. Hier müssen wir mal profiltechnisch was machen, Armin. Mit dem kannst du nicht mehr langfahren, weil der fährt sich jetzt schon scheiße, glaube ich. Der bremst sich jetzt schon scheiße. Das habe ich bei der Probefahrt gemerkt. Ja. Der bombt. Boah, und die Doppelscheinwerfer, das ist natürlich geil hier. Und damals schon upside down.
Das Ding ist die Macht. Ich glaube 160 PS, gell, oder was war das? In dem Dreh, ja. Ja. Damals mit dem LKM-Tuning etwa so 160 PS. Ja. Also der Zuhälter damals, der war da oben im Ruhrgebiet die Macht. Der hat alles verblasen. Nein, doch, du kommst mit rein. Jetzt ist auch doofe Frage. Nein. Nee, du bist doch blöd. Er sagt eben gerade, das Ding hat Ketteantrieb. Geht die Kette nicht kaputt, der fährt nämlich Mova und Lanz. Nee, Quatsch, ein Fendt-Bulldog fährt er. Du hast keine Ahnung, das ist ein Riesenkett. Die hält 160 PS locker aus. Die haben ja heute zum Beispiel 200 PS. Und die haben auch heute geredet. Ja, Mann, es war nur eine Frage. Ja. Es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur dumme Antworten. Ich habe dir keine dumme Antwort gegeben, aber du hast eine blöde Frage gestellt. Das ist doch kein Mova. Mein Gott, du siehst doch, was das für Kette ist. Warte, ich bilbst du doch mal. Das ist doch ein Kett. Ich bin voll Idiot. Ja klar, du hast keine Ahnung. Du hast keine Ahnung. Du hast Ahnung von Quetsche machen, verstehst du? Da hast du die Gläser. Wir wollen Quetsche haben. Also Marmelade. Streng dich an. Alles klar. Hier ist noch was, da hinten ist Speise. Und hier. Boah. Ja, da hinten sind sie schwer aktiv. Die Dirk brutzelt wieder alle Röhrchen da zusammen. Gut, ich mache jetzt aus, das reicht jetzt auch. R-O-A-D-S-I-D, deine.